Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin natürlich auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Poke Casino. Viel Spaß! Und da sind wir und wir schauen mal nach. Werbung, Werbung. Ja, genau. Ja. Erstmal die 1 hier benutzen. Ein Spiel. Was wird gezogen? Geld, 36.000 Coins. Das ist auch schon mal gut. Die werde ich gleich verbraten. Nachrichten, Shop. Hier ist eine Fliege drin. Ach Mensch, ich hasse Fliegen. Die nerven. Warum müssen Fliegen immer so nerven? Okay, dann geht's jetzt los. Drei schnelle Spiele. Oder wir gehen in die Slots rein. Da sind halt alle Spiele. Oder andere Spiele. And go. Das war Texas Hole und kannst du spielen oder einfach abhauen. Roulette, Blackjack, Videopoker und Baccarat. Was war Baccarat? Wir werden mal Sit and Go nehmen. Fliege weg hier. Eine Million Einsatz, wie viel habe ich denn? 15.000. 25.000. Ah ne, ich habe 15 Millionen. Ah. Machen wir lieber hier. 25.000 Einsatz. Okay, ich bin da. Oh, kein anderer hier. Ja gut, dann gehen wir woanders hin. Ich nehme mal Baccarat. Was war das? Ach so. Dann werden Karten hingelegt. Und unentschieden. Einmal für Player 2 und einmal für Bank 2. Und ich muss vorher sagen, was höher ist. Ubenpaar. Was ist das P? Hm. Das weiß ich jetzt leider nicht. Hatte ich gerade gewonnen, verloren? Ach, fliege weg hier. Warum kommt ausgerechnet hier eine Fliege? Oh, da macht man ja Verlust, wenn man da gewinnt. Zwei Buben. Egal, wir gehen woanders hin. Blackjack?
Flagship ist auch witzig. Oder 21. Wie ist das? 21. 9? 16, 21. So. 20. 19. 19 ist doch schon gut. Das ist einmal eine 1-1, eine 11-11 und der hat gemacht eine 11-1. 11-11 wäre 22, wäre raus. Ich habe gewonnen. Komm, 5000. Nächste Runde. Das ist einmal bei. Ich muss nur besser als die Bank sein. Umso mehr Leute hier sind, umso besser kann man spielen. Weil dann sieht man hier. Jo, gewonnen. Nice. Okay, wir wollen das hin. Videopoker. Jack or better. Deluxe. Nimm mal Deluxe. Oh, halten. Da gibt es schon mal. Bei denen gibt es noch keine Punkte, muss nur eine 7 dazukommen. Oder. Ich gehe auf Peak. Ja, nee, 2. Doch, ich gehe auf Peak. Ah, da waren die 7. Vier, fünf, sechs. Ich brauche eine 7. Ah, wieder nichts. Ah, und wieder nichts. Noch eine Runde. Oh, das ist. Bitte, Karo. Ah. Ich wollte nur eine Runde spielen. Egal. Nee. Das Pokern ist nicht auf meiner Seite. Dann gehen wir zu den Glücksautomaten. Schnellrunde. Mache ich die 4 Schnellrunden einmal. Ich benutze da meine Spielart, wie ich das immer mache. Am Anfang kriegt man ja immer so ein Dingens, wie man das spielen sollte. Und da heißt es immer, man fängt an mit einmal drehen. Dann erhöht man einmal. Und dann dreimal drehen. 1, 2, 3. Warum kriege ich ein Lob? Das war wohl nichts.
Okay, ist so Lobby. Ich möchte nur die vier schnellen Spiele machen. Weg damit. Eins. Erhöhen. Eins. Zwei. Habe ich was gewonnen? Jo! Und I am the Lord of the Sky. Ja, ich weiß Bescheid. Dankeschön. Drei. Gut. Wieder ein bisschen was gewandt. Für was mal anderen. Schalte Lobby zurück. Schnell spielen. Eins. Einmal erhöhen und dann dreimal. Eins. Zwei. Ba 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 ba. Hui. 2,2 Millionen. Nice. Fliege weg hier. Und drei. Schon wieder. 770. Nice. Und ein letztes Schnellspiel. Home Quick. Checkpots. Spielen. Eins. Einmal erhöhen. Eins. Zwei. Drei. Bonus, Bonus, free, free. Ach Mensch. Jo, das waren jetzt die vier schönen Spiele, die ich gemacht habe. Von dem muss ich sagen, dass der hier gut war und der war gut. Bei dem beiden habe ich nur verloren. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen hier? Wofür sieht man eigentlich, dass hier andere Leute da sind? Drücke ich drauf, stumm, da weiß er. Mit der Lobby rumhängen. Fisch. Er hat Gold. Boah. Warum habe ich immer so wenig Geld? Warte mal, da stand doch. Videopokern hat er gespielt, okay. Nicht schlecht. 77 Jahre. Respekt. Steht bei mir in das richtige Alter drin? Nö. Bei mir steht gar kein Alter drin. Unbekannt, unbekannt. Deutschland. Na gut. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich hole mein Ticket ab. Ticket, Ticket, Ticket. Kann ich nicht so abbrechen. Okay. Und so sagen wir mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Wo ist der Knopf?